Hallo. Wenn Sie wie ich sind, dann wissen Sie, dass Alle unter einem Dach 1989 eine der besten TV-Serien aller Zeiten ist. Deshalb dachte ich mir, dass es heute Spaß machen würde, einen Stuhl am Lagerfeuer aufzustellen und ihn mit den Angreifern von damals und heute auszuprobieren. Ich verrate Ihnen die ursprünglichen Namen und das Alter der Schauspieler sowie deren Veränderungen bis 2024. Also werfen wir einen Blick darauf. Nummer 1. Reginald Val Johnson, geboren 1957, spielt Carl Winslow. Carl Winslow ist ein ernsthafter Polizist, der sich seiner Arbeit und seiner Familie widmet und seine Lieben immer liebt und beschützt. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Reginald Val Johnson 37 Jahre alt. Derzeit ist er 72 Jahre alt. Nummer 2, Jaleel White, Jahrgang 1976, spielt Steve Urkel. Steve Urkel ist ein kluger, aber tollpatschiger Junge mit eigenwilligen Manieren und einem unverwechselbaren Lachen. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Jaleel White 13 Jahre alt. Derzeit ist er 48 Jahre alt. Nummer 3, Darius McCrary wurde 1976 geboren und spielt Eddie Winslow. Eddie Winslow ist der älteste Sohn der Familie Winslow, ein gut aussehender, aber oft unruhiger Teenager. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Darius McCrary 13 Jahre alt. Derzeit ist er 41 Jahre alt. Nummer 4. Kelly Chanugne Williams wurde 1976 geboren und spielt Laura Winslow. Laura Winslow ist die älteste Tochter der Familie Winslow. Klug, schön und unabhängig. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Kelly Chanugne Williams 13 Jahre alt. Derzeit ist sie 48 Jahre alt. Nummer 5. Jo Marie Payton, geboren 1950, spielt Harriet Winslow. Harriet Winslow ist Carls Frau, eine starke Mutter und geschickt im Führen der Familie. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Jo Marie Payton 39 Jahre alt. Derzeit ist sie 74 Jahre alt. Nummer 6. Rosetta Lenoir, geboren 1911, spielt Estelle und Mutter Winslow. Estelle Winslow ist Carls Mutter, eine erfahrene Großmutter, die immer wertvolle Ratschläge gibt. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Rosetta Lenoir 78 Jahre alt. Sie starb 2002 im Alter von 90 Jahren. Nummer 7. Brighton James, Jahrgang 1986, spielt Richie Crawford. Richie Crawford ist Rachel Crawfords Sohn, bezaubernd und immer bereit, allen Freude zu bereiten. Als die Dreharbeiten 1999 begannen, war Brighton James 3 Jahre alt. Derzeit ist er 38 Jahre alt. Nummer 8. Sean Harrison, geboren 1970, spielt Waldo Geraldo Faldo. Waldo Faldo ist Eddies Freund, hat eine alberne Persönlichkeit, ist aber sehr loyal und freundlich. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Sean Harrison 16 Jahre alt. Derzeit ist er 51 Jahre alt. Nummer 9. Jamie Foxworth, geboren 1979, spielt Judy Winslow. Judy Winslow ist die jüngste Tochter der Winslow-Familie, süß und wird von ihren älteren Geschwistern oft übersehen. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Jamie Foxworth 10 Jahre alt. Derzeit ist sie 45 Jahre alt. Nummer 10. Thelma Hopkins, geboren 1944, spielt Rachel Crawford. Rachel Crawford ist Harriets jüngere Schwester, eine starke, unabhängige Frau, die ihrem Sohn stets ergeben ist. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Thelma Hopkins 49 Jahre alt. Derzeit ist sie 76 Jahre alt. Nummer 11. Cherie Johnson wurde 1957 geboren und spielt Maxine Johnson.
Maxine Johnson ist Laura Winslows enge Freundin, immer bereit zu helfen und alles mit ihnen zu teilen. Als die Dreharbeiten 1989 begannen, war Cherie Johnson 14 Jahre alt. Derzeit ist sie 49 Jahre alt. Nummer 12. Michelle Thomas, geboren 1969, spielt Myra Monkhouse. Myra Monkhouse ist Steve Urkels Freundin, wunderschön und liebt Steve sehr. Als die Dreharbeiten 1987 begannen, war Michelle Thomas 19 Jahre alt. Sie starb 1991 im Alter von 30 Jahren. Wer ist Ihr Lieblingscharakter in der Serie? Und was denken Sie über den Tod einiger Schauspieler? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um auf die nächsten Videos von mir zu warten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen!